Hallöchen, ihr Banausen da draußen. Damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Two Point Hospital. So, wir sind wieder da, spielen weiter. Hatten als letztes die Arztpraxis noch gebaut, die zweite. Und ja, schauen wir mal, was so Anbach ist jetzt. Was ist mit der Pflanze los hier? So, ist gerade am Gießen, wollte gerade sagen. Mich machen nie schwach da. Was haben wir hier? Sondermüll. 4 von 4 Patienten, sehr gut. 20k und 15 Punkte. Was? Krankenhaus? Ja, sollten wir hinkriegen vielleicht. Attraktivität höher machen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So. Attraktivität hochsetzen ist schwierig, glaube ich. Das ist, glaube ich, echt schwierig. Ich kann einen Zeitschriftenstand hier reinbauen. Warum? Weil ich es kann. Brauchen wir mal da einen hin. Einfach mal so. Brauche ich da irgendwas? Ein Assistent. War ja klar. Hier, wir brauchen wir nicht immer. Hier, nimm den. Bitteschön. Kann sie am Zeitschriftenstand hinstellen. So. Psychiatrie sollte gehen. Arztpraxis sollte jetzt eigentlich auch gehen. So ziemlich. Brauchen wir Bänke. Two Point Radio. Our reporter on the field, so. Sally Fig Blanket, has just returned with her camera crew from another field trip. As to what she was reporting on, I cannot say. Nobody tells me anything. Ich muss noch einen Patienten heilen in der Töpferei, damit ich Dingens. Damit ich den ersten Stern fertig habe. Anything deposited in a bin is now hospital property. No rummaging. Okay. Eigentlich sieht es noch gut aus. Also von der Menge her sieht es eigentlich gut aus. Oh, guck mal, da stehen sogar welche an. Cool. Cool, cool. Oh, da ist wieder irgendwas. Beförderung. Ja, von mir aus hier. Ja, kann's auch noch, danke. So. Hör mal auf zu jammern. Da könnt ihr jetzt mal hier in die Töpferei ein noch heilen oder so. Zufällig. Ich wäre euch sehr verbunden. Das wäre sehr schön. Da. Der geht in Termintöpferei. Das ist gut. Aber wo will der hin? Achso, der will sich nur was im Zeitschriftenstand holen, okay. Na dann. Ist das diese Rockabilly? Das sind zwei Dinge, wahrscheinlich, oder? Rock and Rollitis, genau. We're close to award season. Sehr gut, wird geheilt. Da fehlt jemand. Was? Achso.
Auszeichnungen. Und kriegen wir, warte, oh, 4 Stück wieder. Arzt des Jahres, Krankenpflegeassistent und Arbeitgeber. Ja, Wollingen. Wieder gut Kohle. Are your salt levels dangerously low? Eat some briny brittle. The taste of the sea right in your mouth. 24 hours a day. This is 2 Point Radio. Wir haben jetzt Fluttering, Kardiologie und den Deluxe Entleuchter 2. Wollen wir den mal upgraden? Besitze 3 Gebäude. Und wir können jetzt, was? Achso, wir können, also das ist jetzt, na, ja. This fine morning, especially those of you in Fluttering, where renovations have been completed on the bridge that leads to the town's ancient castle. Officials say people crossing over will no longer need to wear parachutes and life jackets. Ah, it just won't be the same. Mhm. Ich möchte aber hier weiterspielen erstmal. Danke. Fortfahren. Dankeschön. So, jetzt können wir die Kardiologie bauen. Mhm. Und wir müssen noch, noch ein upgraden. Könnt ihr die allgemeine hier. Also, warte mal. Vielleicht kommt da auch der Easy Jet rein. Easy Scan. Gucken wir einfach mal. Wahrscheinlich nicht, ne? War klar. Warum auch? Kann man davon eigentlich 2 bauen? Ne. Ach, schade. Kann man gar nicht. Verdammte Axt! So, ich möchte gerne einmal die Erleuchtung haben und einmal... Wer ist vor dem Fenster geklatscht? Und einmal die Anatomie. Und ich hätte aber gerne Fenster. So zum Beispiel. Warum nicht? Kann ich keine Außenfenster bauen? So frech. So. Was muss der haben? Krankenpfleger. Ein Krankenpfleger. Luca Autschen. Bitteschön. So, dann kommen hier noch ein paar Bänke hin. Können wir noch ein paar Pflänzchen hinbauen? So 2. Warum kann ich da kein Pflänzchen hinbauen? Geht doch. Ich hätte auch gerne noch einen Hausmeister, einen dritten. So. Was können wir denn jetzt noch upgraden? Die Apotheke könnten wir noch upgraden. Wie sieht eine Apotheke aus? Apotheke sieht eigentlich noch gut aus. Allgemeine Diagnose auch. Wir müssen 2 upgraden, ne? Wir warten jetzt einfach, bis wir das haben. Dann schauen wir mal weiter. So. Normalerweise, ich baue, bei Simospel habe ich das immer so gemacht, dass ich das erste im Endeffekt so gebaut habe, dass ich, die Diagnosen gehabt habe, also Praxen und so weiter und die ganzen Sachen, die für das Rauwegmachen ist, die habe ich hier im zweiten Trakt gebaut. Zweiten und dritten. Das heißt, normalerweise müsste ich die Apotheke hier rüber bauen, die Kardiologie hier rüber bauen tatsächlich, den Entleuchter müsste ich hier rüber bauen. Den müsste ich zum Beispiel hier hinbauen. Also so. Was ich auch, dann mache ich jetzt auch, weil das ist vom Dingens her geiler. Von der...
Das ist von der Art her geiler. Den grainen wir da immer ab. Und dann verkaufe ich den Raum gleich. Da baue ich gleich den hin. Die Kardiologie. Was ich hier halt haben muss, ist definitiv obwohl, im Wartebereich brauche ich da eigentlich gar nicht großartig. Aber erstmal grade ich das Ding jetzt ab. Und das heißt, wenn ich den abgegradet habe, habe ich den fertig, dann kann ich den verkaufen, dann werde ich ich baue einen größeren Pausenraum. Obwohl, der Pausenraum ist eigentlich groß genug, tatsächlich. Hier müsste eigentlich auch noch einer hin. Die Arzt, wir müssen auf jeden Fall noch eine Arztpraxis bauen. Das ist zu viel gerade. Viel zu viel. Das ist der Wahnsinn gerade. 13 Leute in der Warteschlange. Gieße 100 Pflanzen. Erreicht. Sehr gut. Läuft. Was? Verdiene 100.000. Ja, das kriegen wir, glaube ich, hin. So, da wurde der einer geheilt, das ist gut. Die Suter-Inspektor kommt, okay. Das Upgrade ist gleich auffällig. Da fehlt ein Psychiater jetzt gerade. Das ist hart mit den Arztpraxen tatsächlich. Gerade. Das geht alles viel, das dauert alles viel zu lang. Ja, das ist mein. So, das ist fertig. Dann können wir den verkaufen. Jo. Dann würde ich hier, wie gesagt, die Kardiologie hinbauen. Die Apotheke muss noch weg. Die würde ich jetzt hier hinbauen. I have only one word to say to you today. Trousers, people. Trousers. They ought to be worn at all times. They protect against sunburn and knobbly knee syndrome. Take heed, Dillis. So, dann könnte ich den nämlich auch verkaufen. Bänke können erstmal weg. Ich würde da jetzt welche hinbauen. An Grund, warum ich das so baue, weil dann ist das eher ein bisschen übersichtlicher, tatsächlich. Was ich auf jeden Fall haben will, ist eigentlich den Pausenraum hier. Was ich auch tue, weil hier kann ich dann noch eine Arztpraxis reinbauen. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Arztpraxis. Oh, hier einen Pausenraum rein. So, dann kann da noch ein Sessel in der Mitte. So, jetzt kommt hier noch ein Getränkeautomat, ein Snackautomat und ein Salz-Snackautomat hin. So, dann können wir noch ein paar Spinde hinbauen. Ich könnte sogar noch ein Sofa hinbauen. Können wir noch machen. So. So, und dann kommt jetzt noch Abfalleimer. Feuerlöscher, wie gesagt, immer wichtig. Das Pflänzchen kann auch noch hier hin. So, fertig. So, dann haben wir da einen Pausenraum. Dann können wir den nämlich hier verticken. Dann kommt hier nämlich noch eine Arztpraxis hin. Lenskin.
Fenster hätte ich nur gern. So zwei. So, dann kommt hier noch ein Arzt hin. So, jetzt haben wir drei Arztpraxen. Passt. Eins, was jetzt noch rüber muss, ist die Apotheke. Die muss auf jeden Fall noch rüber. So. Die Apotheke muss noch rüber. Können wir auch machen, schon. Weil die brauchen ja auch nicht so viel Platz, tatsächlich. So. Können wir erstmal upgraden. Dann haben wir nämlich, wir haben relativ, dann das jetzt ein bisschen übersichtlicher gemacht. Da, wo die Behandlung ist, die stehen dann hier. Das Einzige, was vielleicht noch rüber müsste, wäre die Station. Ich könnte hier eine richtig große Station hinbauen, was ich eigentlich nicht brauche. Aber den Platz könnte ich gebrauchen für Diagnosen. Obwohl, ich könnte hier auch noch eine Arztpraxis, ich könnte hier noch eine Psychiatrie reinbauen tatsächlich. Wie viel haben wir denn da? Obwohl nur drei. Das geht. Das geht, das hält sich alles in Grenzen. Sommelier over the rainbow. Today featuring a bottle of 2009 Pale Toad. This charmless Chardonnay is as insipid a wine as I've ever spat out. It has a foul nose, hinting at leftover baked beans. As for the taste, well, I would rather gerade mal überlegen, ob wir mal zum Beispiel eine Mülltonne freischalten. Vielleicht so ein Trinkbrunnen. Was haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen. Da sind die ganzen Gemälde, Zeichnungen, Telefon, eine Uhr. Nö. Eine Klimaanlage vielleicht. Beta auf jeden Fall. Nehmen wir noch so ein Ding. Können wir uns ein paar Mülltonnen gönnen. Vielleicht auch gar nicht mal so scheiße ist. Desinfektionsspender. Hätte man vielleicht auch mal ein paar hinhängen. Warum nicht? Ach, hier sind Bänke, ne? Hängen wir rein, so. So. Was haben wir jetzt noch? Ja, die. Nur die zwei Sachen, ne? Ne, Trinkbrunnen. Ihr habt da ein paar Trinkbrunnen. So, bitteschön. Ja, da drüben auch nochmal was hinstellen. So. So. Sollte eigentlich reichen. So, jetzt fehlt uns im Prinzip nur noch das dritte Gebäude. So, das können wir da mal kaufen. So. Dann, was ich auch bei Team Hospital gemacht habe, ist zum Beispiel, wenn man jetzt mehr Gebäude hat, so wie hier gleich, dann habe ich hier so die allgemeine Diagnose gemacht, wie mit Arztpraxen und so weiter. Und hier dann die fortlaufenden, wie Kardiologie und so weiter. Kann man auch machen. Aber ist gerade jetzt noch nicht wichtig. Jetzt just in dem Moment. Haben wir auch. Die Entenschnute haben wir entdeckt. Da will einer eine Beförderung. Die Monobrau haben wir entdeckt. Okay. Sauber die Monobraue. Das haben wir gleich auch. Das war 8. Und drei Gebäude haben wir gleich sowieso. Da ist wohl einer gestorben. Die Psychiatrie wird gerade ziemlich voll. Ich glaube, die
glaube, die bauen wir hier ins Nachbarn. Terrible things happen every day. You could lose a toe. Your house. Ich würde sagen, wir bauen hier auch noch einen. Even your life. That's why you need insurance like Swindles Insurance. Swindles, because peace of mind is worth a piece of your soul. This is Two Point Radio. Brauchen wir nicht. Lenskin? So, jetzt gucken wir mal, wo wir noch einen Arzt kriegen, der Psychiatrie hat. Da haben wir einen. Was? So, dann haben wir hier nämlich die Apotheke. Dann haben wir da zwei Psychiatrien, drei Arztpraxen drin und zwei Diagnosen im Prinzip, Kardiologie und Dingens. Was ist mit ihm? Gesundheit kritisch. Ja, dann hier ran. Aber pronto. Janitor, please repair heart racer. Oh, überall Ärzte. Immer geschmeidig bleiben hier. So, Stufe 18 sind wir gleich auch. Passt. So, der ist geheilt worden, das ist gut. Der Gesundheitszustand ist jetzt wieder gut, sehr schön. Der hatte WC-Warzen. So, eins, was ich machen könnte, ist, wie gesagt, eine große Station noch bauen. Weil sonst haben wir gerade alles. In case of staff shortage, please contact a member of staff. Und Toiletten haben wir und so weiter, haben wir alles. Ja, ich hab da überall Feuerlöscher und so. Alles geschmeidig hier. Wird uns nur noch, wie gesagt, die nächste Rufstufe. Ich weiß, dass man, wenn man größere Zimmer baut, dass man dann auch da den Ruf und so kriegt, aber was soll ich denn jetzt nur groß bauen? Ich könnte theoretisch noch die, wie gesagt, die Station größer bauen hier. Zum Beispiel hier. Soll ich die Station bauen? Kann man eigentlich nur eine Umkleide bauen? Ne, man kann zwei bauen. Dann möchte ich auch zwei haben. So, die Station sollte, glaube ich, dann reichen. Gehe ich mal sehr stark von aus. Ich könnte noch ein paar Spinde bauen. Irgendwie, oder auch nicht. Doch, kann ich holen. Ich will noch einen Aktenschrank, aber da können wir nirgendwo hinbauen. Also egal. Ah, sollte reichen, komm. Feuerlöscher wäre noch cool. Kann ich aber auch wahrscheinlich nirgendwo hinsetzen. Nö. Egal. Bauen wir ihn vor die Tür. You're listening to Harrison Wolf on Two Point Radio. You're listening to Two Point Radio with your resident weirdo, Harrison Wolf. Aha. Stay tuned for some great music. You never know. We might get lucky. So, so Update. Stern Nummer 2.
Und beim den Umtöpfer Nummer 2, meine Fresse. So, dann haben wir die Station jetzt auch. Dann bitte ich darum, die zu schließen. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Two Point Hospital. Wir singen.